Hey Leute und herzlich willkommen zu einem Video hier vom Kanal TeamLP. Wir stehen bei Jedi Survivor. Im letzten Part haben wir mal zu dieser Waldanlage geschaut, denn die wird zu so einer Art Todessternlaser gemacht. Ich weiß nicht genau. Jedenfalls kommt ein riesiger Strahl oben raus, der zu dem zerstörten Mond hochführt. Jetzt sind wir zurück zu Mantis gekehrt und werden da mal hochfliegen und uns wahrscheinlich Ravis und Dagon Gera stellen. Und da steht jetzt weiterhin viel Spaß damit. Let's go. Okay, dann schauen wir jetzt mal. Die Frage ist eben, ob wir jetzt schon die Fähigkeit haben, um auf Coruscant die 100% zu holen. Weil Das ist unser theoretisch, letztes Ziel. wenn wir jetzt auf dem zerstörten Mond nämlich noch eine Fähigkeit lernen sollten, solange ist Marin mindestens noch dabei. Die ist nämlich bei uns auf dem Schiff, heißt, wenn wir jetzt zurück nach Jeddah fliegen, muss sie jetzt hier mitkommen. Und erst spätestens dann könnten wir zurück nach Jeddah fliegen, um sie abzusetzen. Heißt, sie bleibt mindestens auf zum Rückflug da. Das ist jetzt eben die Frage, ob wir hier, warte mal, kann ich irgendwie, wie kann ich die Map sehen? Da. Ob wir hier jetzt die 100% holen können? Nee, immer noch nicht. Dann werden wir jetzt erstmal mit der Main Quest weitermachen, schauen, ob wir danach eine Fähigkeit dafür haben. Sie werden uns erwarten. Kerl und ich haben das Luca-Hulk überstanden. Dann haben du und ich unterschiedliche Vorstellungen von überstanden. Ich frage mich, warum Dagon Ravis geschickt hat, anstatt selbst herzukommen. Vulture-Droiden. Ravis hat wohl mehr Separatisten-Droiden als gedacht. Sieht aus, als hätten sie uns noch nicht entdeckt. Kannst du hier landen? Keine Ahnung. Der Start könnte ziemlich riskant werden und ich will auf keinen Fall auf diesem verfluchten Felsen festsitzen. Eröffne eine neue Kantine da. Franchise. Hey, heb dir die Witze für später auf, Jetpack. Ich kann die Mantis verstecken. Soweit ich weiß, hat das Schiff keine Tarnvorrichtung. Was tut sie? Es geht wieder los. Die Vulture sind direkt vor uns. Vertrau ihr. Okay, beeindruckend. Wir lassen dich raus. Viel Glück mit Ravis. Dir auch. Hey, Kleiner. Komm wieder. Jetpack, an die Geschütze. Verstanden. Und ich brauche vielleicht noch Blut von dir. Falls ich müde werde. Geil, dass sein Spitzname jetzt auf jeden Fall Jetpack ist. Und ja, ich würde eigentlich schon sagen, dass sie das Schiff eigentlich wieder verstecken könnte. Aber ich habe schon überlegt, ob das vielleicht zu lame wäre, wenn die den gleichen Trick nochmal usen würden. Auf jeden Fall wäre es vermutlich die Technik, die man nach Coruscant usen würde. Vermutlich. Er hat recht, was diesen Mond angeht. Dass er verflucht ist. Also, ne. Weil die Sache ist, dass wir Coruscant in bereisen dürfen, wenn Marin dabei ist. Vermutlich eben wegen ihrer Verschleierungstechnik. So. Und wir hatten jetzt eben diesen einen Bossfight. Die Frage ist, der wäre hier unten. Main Quest geht nach da. Im Prinzip fehlt uns hier eh noch ein kleiner Weg und hier eine kleine Kiste. So, diese drei Sachen machen wir und dann geht's weiter. Das ist Ravis Schiff. Er will zum Turm. Ah, da hinten. So, der müsste hier drin sein. Imagine, der versteckt sich wie Vader hier irgendwo. In so einem. Ah, ja, ist tatsächlich der. Alter, und der andere ist auch dabei. Ey, ich wollte eigentlich rückwärts, aber das Zeug habe ich reingeschoben. Bitte, bitte. Ah, nee, der. Oh, Mann, beide aus vorne, oder? Oh, der Fette war aber der nervigste mit Abstand. Warte mal, den muss ich mir versuchen hochzuheben. Geil! Und jetzt richtig drauf kloppen. Sick, ey, das ist eine gute Fähigkeit. Shit, ich hab das Timing gefehlt. Oh shit. Nein, ich bin tot. Nein, 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 so viel Rote! Boah, war das lucky. Geil! Ich kann ja auch seine roten Angriffe blocken und ihn direkt niederknüppeln. Das ist so sick. Und eigentlich habe ich doch auch den fetten Zug. Warte mal, das müssen wir ausprobieren. So einen richtig fetten, wo wir die. Ja, geil! Schade, den anderen hat leider nicht mehr gezogen. Oh, wir haben so viele geile Fähigkeiten mittlerweile. So, den hier töten wir schon mal direkt. Oh oh. Boah, gut, dass der mir den Griff hatte, sonst zeigt mir, dass ich tot bin. Nice, Alter, das ist ja richtig gut. So, Kopfgeldjäger-Puck abgenommen.
Noch einer abgehakt. Gut gemacht. Dann haben wir schon zweimal. Geil. So, und hier drin hat es noch einen Weg nach links gegeben. Da müssen wir auf jeden Fall die Zipline hoch. Ist das da hinten? Ja, definitiv. Oh, oh, zurück. Nein, Stickdrift, Stickdrift. Oh mein Gott, egal. Ist wieder so eine Kampfarena? Ja, ist auf jeden Fall. Konzentrier dich, Kel. Im Prinzip fehlt uns ja nur noch das Crossguard, oder? Oh, die zwei. Geil. Oh mein Gott. Ja, ist das geil. Oh, ich muss die Fähigkeit nochmal usen. Nein. Oh, das ist sick, ey, wie man sich da durchschnetzeln kann. Vor allem die Frage ist, wie funktioniert mein Lichtschwertwurf, mein krasser Gegner? Okay, der springt. Ja, das ist auf jeden Fall anders schon. Das ist sicher geil, ey, wie viele. Oh, mit dem Doppellichtschwert wäre das ja so ein Traum. Ey, das war so ein Ding, was ich mir in Fallen Order richtig gewünscht hätte für diese Kampfarenen. Dass man hier einfach so richtig viele Gegner spawnen konnte. Aber in Fallen Order war irgendwie der Platz so begrenzt. Da durfte man nur so irgendwie maximal, keine Ahnung, 8 Stunden drücken oder so. Oh Mann, ist das sick. Hoi, die alle angeschossen kommen. Oh mein Gott. Zack, einfach durchschnetzeln. Warte mal. Diese Nate. Ja, die Nades, die sprengen sich alle gegenseitig. Oh, der Sticker. Oh, jetzt wird's wirklich krank. Nein, die sind nochmal, die konnten noch weiterlaufen. Oh mein Gott, aber das ist ja so eine. Das werde ich vielleicht in Zukunft öfter machen. Oh mein Gott, das macht ja so Spaß. Oh, wir haben wieder einmal die Combo gehittet. Oh, die Nate, nein! Aber es wäre eigentlich perfekt gewesen, wenn die alle bei mir gewesen wären, während... Bitte gib mir endlich den Stim, ich sterbe hier gleich. Oh mein Gott. Und jetzt schnetzeln. So, Alter. Das hat Bock gemacht. Das hat funktioniert. Wir haben schon wieder 3 Fähigkeitenpunkte. Nice. Hier ist mir übrigens auch im Schnitt aufgefallen, dass es da unten noch so ein Ding gab. Ich habe von der anderen Seite runtergeschaut, aber nicht von da. Geil, schon wieder ein Fähigkeitenpunkt. Ey, die schmeißen die uns aber auch hinterher. Aber wir sind von der anderen Seite. Von da drüben sind wir nämlich runtergejobbt. Und haben dann, da drüben müsste irgendwo die Plattform sein, haben wir gesehen, dass hier nichts war. Auf Nios ging es. So, die Frage ist, wo klettern wir jetzt hier hin? Ah, genau, wir klettern sogar rüber zu dieser Plattform. Zu der runtergedroppt sind, genau. Die hier war's. Ich habe mich schon gewundert, dass da nichts war, aber in der Aufnahme habe ich dann gesehen, dass das Ding auf der anderen Seite war. Mir ist gerade aufgefallen, hier gibt es auch noch was Neues. Und zwar kennen wir diese ganze Plattform noch nicht, weil wir diese Zipline noch nie genommen haben. Und zwar war das ja eine Abkürzung und scheinbar gibt es hier vielleicht noch irgendwas. Denn diese ganze Plattform wird uns hier nicht angezeigt. Ich werde auf jeden Fall mit drauf droppen. Es gibt vermutlich irgendwie so Priorität oder irgendwas dafür aufsammeln. Datendisk, genau. Für sie, okay. Das hier sieht sehr aus nach diesem... Oh, noch eine. Geil. Ich gedacht, dass hier noch was liegt. Und hier auch nochmal. Krass. Alter, 3 Stück. Bringen wir sie zu See. Nice, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hey, das ist ein Superkampf-Druide. Wir könnten mal ausprobieren, jetzt, wie wir den hacken können. Wir werden auf jeden Fall mal... Oh, krass. Direkt diesen einen Typen hier auf unsere Seite holen, weil wir auf die krassen mittlerweile zur Seite finden können. Und jetzt möchte ich auf jeden Fall wissen, wie viel Schaden braucht ihr? Geil. Okay, wir haben leider schon ein bisschen zu viel Schaden mehr oder weniger gemacht. So, und jetzt will ich sehen, wie er für mich fightet. Töte ihn, mein Junge. Oh, der hat halt keine Leben mehr, leider. Aber der hat ihm trotzdem gut Schaden gemacht. Die haben echt Schwierigkeiten damit, Blasterschüsse von ihren eigenen Leuten abzufangen. Geil. Okay, ich bin gerade einfach einmal komplett außen noch vorbei. Das Ding ist, ich habe diese Wand gesehen.
Ah, ich habe sie nicht genommen, weil ich dachte, bestimmt war links neu. Mist. So, und jetzt werde ich versuchen, das System zu dribbeln. Let's go. Hat funktioniert. Oha, let's go. Das hat sich ja übel gelohnt. Stims kann man immer brauchen. Ah, okay, da konnten wir damals noch nicht durch. Jetzt geht es. Was ist das denn? Nein, ich wollte natürlich nicht den Mind tricken. Oh mein Gott. Ich darf den nicht. Dann haben wir natürlich erstmal ihn. Nein, warte mal. Scheiße. Ich hab die falsche Taste gedrückt, ich hab den nochmal hochgehoben. Geil, ja, der Schuss ging jetzt direkt auf ihn. Aber ich muss auch erst auf den Superkampf reden gehen, damit er den hacken kann. Komm schon. Ja, sehr gut, sehr gut. Scheiß drauf, der wird mir jetzt noch ein bisschen Schaden machen. Aber dafür habe ich den Superkampf reden noch gehackt. Tja, und jetzt stirb, du Idiot. Oh, ist schon tot. Aber der jetzt auch gleich. So, jetzt aber. Vielleicht hat Santari den Kompass in dem Turm versteckt. Gibt nur eine Art, wie wir das rausfinden. Bin gespannt, was diese komischen Dinge hier sind. Ich hab gehört, der Gott. Moment. Hast du das? Ah, okay, so ein Laser wie Dings. Wie bei der Waldanlage. Oh shit. Das passt mir über. Wenn mich an Forst an liegt, wo man da durch diese Dinger durch muss, aber das würde ich auf diesem Kanal auch noch mit zocken. Jetzt darf ich das Ding jetzt nur nicht reinschieben. Oh ja, es ist halt for real so. Und jetzt musst du schnell durch und seitlich weg. Was denkst du? Alter. Die Anlage im Wald diesen Ort wieder zum Leben erweckt. Jede Anlage hat eine weitere aktiviert. Dagen hatte recht, was Santari betrifft. Wie wäre es mit einer Fertigungsanlage auf dem Mond? Dann müssten wir nicht von anderswo Material herbeischaffen. Ich bewundere deine Beharrlichkeit, mir hierher zu folgen. Unser Treffen auf Koro ist jetzt abrupt. Falls du überlebst, mache ich gerne da weiter, wo wir aufgehört haben. Wer ist das? Soll das Raiders sein? Wir haben uns ja zuletzt gerade auf Koro getroffen. Sondern, doch, stimmt, war doch da, stimmt, weil Kaubo war. Ah, nice Abkürzung. Das war ja bei dem Luke Hulk, bei deren Basis. Das Ding ist, da oben ist noch ein Wallrun. Kimmy, der hier von der Zipline aus? Jetzt sagen wir ausprobieren, wenn ich stirb, respawn ich eigentlich hier oben. Ja, nein, ist erst wer gegangen, ist für mich. Let's go. Okay, wird das ist dumm und die kommen irgendwo ganz weit weg zurück irgendwie. Sieht aber gerade danach aus. Okay, das ist quasi das gleiche, wenn ich hier die Zipline genommen hätte, okay. So, wer hat diese Anlage eigentlich so gebaut, dass man da so umständlich hinlaufen muss? Keiner von den Battle Raiders kann da richtig durch. So wird uns nicht im Weg stehen. Nein, nein, ich wollte den anderen. Sehr gut. Nee. Ja, sehr gut. Und direkt tot. Oh oh. Oh oh. Komm schon. Danke. Unsere Druiden fallen. Ich gebe niemals auf. Hey, kann ich den eigentlich. Komm schon, hinten in den Laser rein. Oh, ich glaube, die Nate hat ihn getötet, nicht der Laser. Oh geil, da kämen wir richtig viel. So, wenn die jetzt langsamer sind, ja gut, bringt gar nichts, weil der Laser dann auch langsam losgeht. Aber die Nate kann ich auf den schmeißen. Egal, wir schnetzeln uns durch, haben wir gerade eben schon mal in dieser einen Meditationskammer gemacht. Da hat der eine auf meiner Seite. Wen habe ich jetzt? Och nö, irgendeinen da draußen. Ich wollte... Komm schon, darf ich den nicht schlagen? Oh oh, weg von dem Laser.
keine Macht mehr. Ey, die schmeißen uns aber auch die Gegner daher. Boah, und das ist echt am Lecken, wenn man diesen Laser reinschaut. So, der ist auf meiner Seite. Komm schon, gegen wen fightet er? Ich darf nur nicht ihn schlagen, weil sonst gehört er wieder zu den Gegnern. Und hier fliegt irgendwer, oder? Ich hab das nicht gewollt. Ah, da oben. Oh oh. Sehr gut, sehr gut. Du bist erledigt. Boah. Der Fighter hat aber echt ziemlich lang, weil hier. Oh mein Gott, man kann keinen so richtig töten, wenn die ganze Zeit so viele gleichzeitig da sind. Oh. So, besser ist es. Da drin ist auch noch einer. Also es gibt da oben auf jeden Fall eine Kiste, da kommen wir vermutlich von der rechts dran. Oh, das sieht ja sick aus, die Jacke. Was haben wir denn hier? Oh ne, schon wieder so viele? Ja, sehr gut, die Nade erstmal. So, dann gehört er zu mir, soll den anderen fighten und ich kümmere mich um die Dude. Okay, das ist leider nicht der mit dem Blaster, sonst könnt ihr den ja one-shotten. Oh ne, der hat den ersten Schlag irgendwie nicht gemacht. Oh ne, und dann wie die selber fighten. Krass, ey, wie lange das Verlieren mittlerweile hält. Und nochmal. Sehr geil. Wie lange hast du geschlafen? Bald wirst du wieder singen. Der Poet. Hey, Carl. Kannst du mich hören? Jo. Ich höre dich. Alle okay? Wir kommen zurück. Keine Eile, aber mach hin und sag Bescheid, wenn du auf dem Rückweg bist. Das werde ich. Ah, da lang. Hä? Pass auf, warum hat er sie festgehalten? Okay, dann jetzt schnell. Ich vermute mal, ich muss das jetzt gut timen. Und jetzt schnell durch, schnell durch, schnell durch. Ja, let's go. Okay, so und jetzt bleibt bei der Nate, bleibt bei der Nate. Sehr gut, haben sich alle selbst getötet. Niemand die Droiden in den Plan eingeweiht. Die Druiden waren ja in Episode 1 von Druiden Kontrollschiff gesteuert. Das hat sie dann aber als ziemlicher Nachteil herausgestellt, nachdem Anakin das komplett gesprengt hat und die dann alle kampflos aufgegeben haben, weil sie jetzt eingeklappt sind. Deswegen haben die eigene, ja, was sagt man dazu, Prozessoren oder so eingebaut bekommen, dass sie jetzt selbstständig denken. Aber dafür waren diese Druiden, oder ist das vielleicht Prozessoren, I don't know, die Druiden waren auf jeden Fall nicht dazu imstande, diese Intelligenz zu nutzen, weil, keine Ahnung, die Köpfe zu klein oder die Technik zu schlecht, ich weiß nicht genau. Jedenfalls sind die deswegen so dumm, weil die selbstständig handeln müssen, aber dafür einfach nicht die Kapazitäten haben. Deswegen macht es auch gar keinen Sinn, denen jetzt noch irgendein Wissen zu geben, was die nur überfordern würde, keine Ahnung. Also, wäre meine Theorie dazu. Sprich nicht die Lautsprecher hier. Oh krass. Frage ich mich, du hast schon dafür getötet.
Vielleicht bist du dem Imperium ja gar nicht so unähnlich. Ich werde dir keine Gnade gewähren und erwarte im Gegenzug auch keine von dir. Kapitulation ist ein Kerker und ich lasse mich nicht mehr einsperren. Ein Käfig ist die einzig wahre Niederlage. Dominanz ist der einzig wahre Sieg. Er hat sich im Prinzip, glaube ich, so ein bisschen über die Jedi lustig gemacht, dass sie nur noch für ihre Gewalttätigkeit. Oh Mann, in der Galaxis bekannt sind. Was ist das auch für eine Scheiß-Stage? Ich muss jetzt kurz schauen. So, jetzt lief das Ding wieder. Das Ding ist, ich habe mich nicht richtig konzentrieren können, weil ich auf das Gespräch hören wollte. Aber es ist auch mies schwer gemacht. Ich muss während des Dings schon umklappen, los, damit es rechtzeitig wird. Aber trotzdem, Alter, wer hat sich das ausgedacht? Und dann sollen wir das während dem Gespräch machen? Oh, danke. Und jetzt nur nicht failen, weil sonst muss ich es nochmal machen. So. Ja, also erwartet keine Gnade von mir, aber er ist sich wahrscheinlich jedes Sieg sicher. Let's go. Weil er eigentlich nicht sterben kann. Ich bin gespannt, wie sie es in diesem Game umsetzen werden, wie wir ihn töten wollen. Es gibt nur einen Weg, um weiterzukommen. Durch eine weitere Feuerkammer. Ja, eine hat gereicht. Wir sind noch nicht fertig. Jumpscare, let's go. Ah, ein bisschen die Füße aufwärmen. Nicht, dass die schon eingefroren sind. Mond ist bestimmt kalt. Ach du Scheiße. Puh. Ist das ein... Jo. Die Stunde naht, in der Deggans Vision aufs neue Realität wird. Nein! Oh, let's go. Enthüllt den Pfad. Der ist nämlich auch schon sehr an Force Unleashed. Ich immer seitlich aus in diese Gänge raus muss. So, ich hoffe, also, oder ich, was heißt, ich hoffe, safe kriegen wir vom Bossfight auf jeden Fall noch meinen Meditationspunkt. Heißt. Ich habe bestimmt nicht erwartet, dass es jemals so weit kommt. Sie hat ihre Entscheidung getroffen, aber. Wenn wir dadurch eine Heimat finden, die vor dem Imperium sicher ist, dann soll es so sein. Irgendwas stimmt nicht. Was ist das? Das heißt auf jeden Fall Bossfight. Machen wir eine Pause. Okay, dann let's see. Du bist fast schon zu spät. Ich warte im Kontrollturm auf dich. Komm zu mir, wenn du dazu in der Lage bist. Ah, jetzt kriegen wir die Fähigkeit. Was ist das? Ach komm, was ist das? Du weißt, was es ist. Stell dir nicht groß blöd. Müssen wir jetzt erst darauf zuspringen, damit da was passiert? Den Aufzug haben wir auf jeden Fall schon geused. Wahrscheinlich sollen wir damit wieder runter. Ah, oder wir müssen jetzt erstmal hier links lang gehen, dann lernen wir die Fähigkeit und dann... Oh, oh. Der Stick Drift! Also ich vermute eben, wir lernen jetzt hier die Fähigkeit und dann gehen wir nach rechts weiter. Bleib zusammen. Der Idiot. Hey, ein Feind! Gar nicht wahr. So, den will ich auf meiner Seite haben. Weil der andere war schon so low. Ich glaube, jetzt ist eh schon egal. Ach, der wäre da hochgeklettert. Geil. Ich habe es nicht gesehen. Mist. Na egal, jetzt ist eh schon tot. Oh oh. Mit dem Blaster, wenn wir auch nur one-shotten. Das war der falsche. Gib ihn uns, gib ihn uns! Nicht den! Nicht den, ich will den Menschen! Oh ne, ich hab richtig gefailt, das dauert jetzt ewig. Bitte gib mir ihn. Oh, der darf dann. Dann will ich ihn jetzt erstmal töten. Und dann machen wir einmal. So, und wenn der schon lower ist, werden wir erst mit den töten. Der bleibt aber liegen. Geil! Warte mal. Ach nee, der will nicht fallen. Das ist echt ein bisschen dumm, dass diese Mannedriden so eine Runterfall-Schutzding sind. Na komm mal, töte ihn.
Combo aus Versehen gehittet. No. Du bist schwächer. Versuch. Let's go. Okay. Alles klar, dann machen wir da erstmal eine Pause. Da geht's dann beim nächsten Mal weiter. Ihr fetter Patrick, wenn ihr dann lasst gerne ein Like und abonniert, dann lasst gleich beim nächsten Mal wieder. Ciao.